So weiter in der Vorlesung. Was behandeln wir heute? Es geht immer noch ums Coase-Theorem. Und zwar hatten wir uns am Ende der letzten Vorlesung ja gefragt, mit welchen politischen Instrumentarien man Externalitäten angehen kann. Es gibt diverse Methoden und heute schauen wir uns an, wie die konkret aussehen könnten aus ökonomischer Sicht, und zwar im Kontext von Umwelt. Problem, Entschuldigung, damit das ein bisschen mehr Kontext hat. Ich bin übrigens immer noch ziemlich verschnupft und ja, wenn wir Glück haben, wird das den Rest des Sommers auch noch so bleiben, also auch den ganzen Rest der Vorlesung, je nachdem, was für Pollen rumfliegen. Okay, wie gehen wir vor? Wir schauen uns erst an, Entschuldigung, wir müssen definieren, was ein Umweltproblem ist, damit wir erklären können, wie man mit Instrumentarien gegen Umweltprobleme vorgehen kann. Dann überlegen wir uns aus ökonomischer Sicht, was mögliche Ursachen von Umweltproblemen sein könnten, nämlich Externalitäten oder Allmende-Probleme. Und dann schauen wir uns eben rechtliche Ansätze an, wie man Umweltprobleme überwinden könnte. Und zwar aus ökonomischer Sicht, ne? Also mit ihren ökonomischen Grundlagen und mit den Auswirkungen. Konkret werden das sein: Regulierung, Steuern, handelbare Verschmutzungsrechte und Haftung. Fangen wir ganz vorne an. Wie definieren wir denn Umweltprobleme? Wenn Sie möchten, können Sie jetzt kurz anhalten und mal nachdenken. Was verstehen Sie persönlich unter einem Umweltproblem? Wie könnte eine ökonomische Definition von Umweltproblem sein? Einfach mal kurz anhalten, drüber nachdenken. Und aus ökonomischer Sicht könnte man das so definieren, nämlich ein Umweltproblem ist eine zu große Nutzung oder Belastung von Umweltressourcen. Dabei muss man natürlich alle Teile der Definition auch genau jeweils definieren. Man muss also genau definieren, was man unter einer Umweltressource versteht, was Nutzung ist, was ist Belastung und vor allem, was bedeutet zu groß. Okay? Umweltressource, fangen wir hinten an. Ich denke, ist klar, ne? Es kann sowas wie Luft sein an sich oder saubere Luft. Wobei wir hier natürlich entscheiden können zwischen lokal, regional, global, je nach konkretem Fall. Bei Wasser geht das ziemlich genauso. Landschaft kann eine Umweltressource sein, die belastet wird. Biodiversität an sich kann eine Umweltressource sein und es gibt noch viel mehr Beispiele, aber das sind so die Standardbeispiele, wenn es um Umweltprobleme geht. Was bedeutet Nutzung oder Belastung? Man kann Umweltressourcen durch Produktion belasten oder durch Konsum nutzen bzw. belasten. Und das kann sowohl auf die Gegenwart als auch auf die Zukunft bezogen sein. Es kann sich also auch auf zukünftige Generationen beziehen. Deswegen ist ja Nachhaltigkeit oft synonym mit oder deswegen sind Diskussionen, in denen es um Nachhaltigkeit geht, auch oft automatisch Diskussionen um Umweltprobleme. Und die große die Frage ist natürlich, was bedeutet zu groß? Wenn wir von Umweltproblemen sprechen, ist die Nutzung denn zu groß, wenn die Ressource dadurch endgültig zerstört wird? Naja, wenn die Ressource zerstört wird, ist die Nutzung auf jeden Fall zu groß. Aber haben wir denn vorher nicht auch schon ein Umweltproblem? Könnte man denn umgekehrt behaupten, jegliche Beschädigung einer Umweltressource ist ein Umweltproblem? Nein, natürlich nicht, ne? Denn so definiert wäre ja quasi jeder Atemzug von uns schon ein Umweltproblem oder jeder Kilometer, den wir mit dem Auto fahren oder auch im Zug, wäre schon ein Umweltproblem, ne? Denn auch das ist mit einer kleinen Belastung der Umwelt verbunden. Was wäre denn, wenn wir sagen, wir haben ein Umweltproblem, wenn die Nutzung zu einer dauerhaften Veränderung der Ressource führt? Oder alternativ könnte man ökonomisch dran gehen und einfach Kosten und Nutzen vergleichen, wobei einfach sehr optimistisch ist. Und in dem Sinne würde zu groß dann heißen, die Kosten sind höher als der Nutzen. Was fällt unter Umweltkosten?
Auf jeden Fall schon mal alle Kosten, die Individuen zurechenbar sind, sowohl heute als auch künftig. Was ist mit Kosten, die Individuen nicht zurechenbar sind? Was ist, wenn durch die Nutzung einer Ressource nur Tiere geschädigt werden und keine Menschen? Aus ökonomischer Sicht würde man dann sagen, stellt eine solche Umweltbelastung kein Umweltproblem dar, ne? Solange nicht Menschen direkt geschädigt werden. Aus ökonomischer Sicht geht es uns hier primär um die Senkung des Wohlergehens von Menschen auf der Kostenseite. Wir haben es also immer noch trotzdem mit einem sehr weit gefassten Kostenbegriff zu tun, wenn wir von Umweltproblemen sprechen. Was ist mit dem Nutzenbegriff? Auch diesen müssen wir sehr weit fassen, klar. Auch hier geht es primär um Nutzen, den man Individuen zurechnen kann, auch künftigen Individuen und alles, was nicht mit einer echten oder gefühlten Steigerung des Wohlergehens verbunden ist, fällt also hier nicht rein. Jetzt zur Preisfrage: Was genau bedeutet zu groß? Ganz einfach formuliert, liegt dann ein Umweltproblem vor, wenn die Kosten der Nutzung einer Umweltressource größer sind als der damit verbundene Nutzen. Was ist umgekehrt, wenn der Nutzen größer ist als die Kosten? Ist das auch ein Umweltproblem, bei dem wir eingreifen müssen? Können Sie vielleicht mal kurz überlegen. Kann man auch als Umweltproblem sehen, fällt aber traditionellerweise nicht darunter. Ne? Also in Bezug auf Externalitäten wissen wir ja, wenn eine positive Externalität vorliegt, dann wird auch nicht die effiziente Allokation erreicht. Und das könnte man auch als Umweltproblem sehen. Okay? Worauf wir auf jeden Fall achten müssen, wenn wir Kosten und Nutzen vergleichen aus ökonomischer Sicht, sind natürlich Risiko und Risikoaversion. Neben der tatsächlichen Nutzung. Jetzt zu den Ursachen von Umweltproblemen. Aus ökonomischer Sicht sind Externalitäten die Hauptursache von Umweltproblemen. Damit ist hier gemeint, das Auseinanderfallen von Personen, die entscheiden, und Personen, die einen Teil der Kosten- und Nutzenentscheidung tragen. Okay, das ist nochmal ein bisschen anders formuliert. Das ist einfach nur ein bisschen umformuliert, die Definition von Externalität, die wir schon kennen. Und wenn dieses Auseinanderfallen nicht gegeben ist, haben wir es streng genommen auch nicht mit einem Umweltproblem zu tun. Das Auseinanderfallen kann geschehen auf individueller Ebene, auf lokaler, regionaler, aber auch globaler Ebene und natürlich auch intertemporal, ne, also in Bezug auf künftige Generationen. Welche Folge hat dieses Auseinanderfallen? Die Folge ist die unvollständige Berücksichtigung von Kosten und Nutzen in individuellen Entscheidungen, was natürlich besonders problematisch ist, wenn dadurch Entscheidungen getroffen werden, deren Kosten größer sind als der damit verbundene Nutzen. Okay? Wenn dadurch, dass wir diese Auseinanderfallen haben, werden Entscheidungen getroffen, die eigentlich nicht getroffen werden sollten, weil die gesellschaftlichen Kosten größer sind als die gesellschaftlichen Nutzen. Wie kann man das konkret modellieren? Wir können zum einen die einzelne Handlung oder Entscheidung betrachten und dann können wir Kosten und Nutzen dieser Handlung bestimmen und vergleichen. Wenn es um eine Vielzahl von Handlungen oder Entscheidungen gleicher Art geht, müssen wir den Umfang der Handlung optimieren. Klar, es geht typischerweise nicht nur darum, wie viel Auto ich fahre, sondern wie viel zum Beispiel in einer Region pro Tag Auto gefahren wird oder wie viel CO2-Emissionen entstehen. Also es ist eine kollektive Handlung, es geht um ein Kollektiv und deswegen ist da die sinnvolle Zielgröße der Umfang der Handlung. Okay? Es läuft also auch darauf hinaus, dass wir, wie wir es schon gemacht haben, Kosten und Nutzen einer weiteren Einheit einer Handlung bestimmen und vergleichen. Oder ökonomisch gesagt einer marginalen Einheit. Ne? Und solange der marginale Nutzen größer ist, kann die Handlung also ausgeweitet werden. In der allereinfachsten Modellierung können wir uns das so grafisch anschauen. Wir haben auf der horizontalen Achse den Umfang der Handlung,
auf der vertikalen Achse messen wir Kosten und Nutzen in derselben Einheit, zum Beispiel Geld. Da haben wir zunächst den marginalen Nutzen der Handlung und die marginalen individuellen Kosten der Handlung. Ich denke, die Steigerungen erklären sich selber. Ne? Also je mehr ich etwas, die Ressource nutze, je mehr ich handle, desto geringer wird mein zusätzlicher Nutzen daraus. Und je mehr ich etwas nutze, desto teurer wird es für mich aber auch, ne? Mit jeder zusätzlichen Handlung. Und darüber angesiedelt können wir annehmen, liegen die marginalen sozialen Kostenhandlungen, ne? Also die gesamten gesellschaftlichen Kosten, zum Beispiel durch Abgas entstehen und schlechte Luft und so weiter. Und die Tatsache, dass die sozialen Kosten oberhalb der individuellen Kosten liegen, bedeutet, dass eine Externalität vorliegt. Die Differenz in den Kurven entspricht gerade den marginalen externen Kosten der Handlung. Das sind genau die Kosten, die im individuellen Kalkül nicht berücksichtigt werden. Denn als Individuum werde ich ja hier handeln. Ne? Das ist da, wo ich optimal meinen Umfang der Handlung wählen werde. Aber wenn ich die sozialen Kosten berücksichtigen würde ich ja eigentlich hier landen. Ne? Das heißt, dadurch, dass ich die externen Kosten nicht berücksichtige, handel ich zu viel. Ne? Eigentlich wäre es besser, ich würde so viel handeln, das wäre gesellschaftlich optimal. Aber dadurch, dass ich die externen Kosten nicht berücksichtige, die negative Externalität, dadurch werde ich zu viel im Umfang der Handlung betreiben. Das weg, damit das übersichtlicher wird. So wie wir das jetzt gezeichnet haben, haben wir konstante marginale externe Kosten. Das muss natürlich nicht in allen Anwendungen und Situationen plausibel sein. Es könnte auch sein, dass je höher der Umfang der Handlung, desto höher die marginalen sozialen Kosten der Handlung. Und dann hätten wir eben solche externen Kosten im individuellen Optimum. Man könnte sich auch eine andere Form überlegen, zum Beispiel so: bis zu einem bestimmten Punkt laufen die sozialen Kosten relativ niedrig, bis hier ungefähr, und ab so einem bestimmten Schwellenwert steigen die sozialen Kosten sprunghaft an und dann wieder so flach, oder sie könnten immer weiter steigen. Das hängt von der konkreten Situation ab, die man sich überlegt, was da plausibel ist. Ne? Wir hatten bei der sogenannten Allmende gesagt, dass es sich dabei lediglich um einen Sonderfall der Externalität handelt, und deswegen können Allmende-Probleme auch eine Ursache von Umweltproblemen sein. Der Unterschied besteht ja darin, Sie erinnern sich, dass bei einer Allmende die Kosten der Entscheidung auf viele Personen inklusive den Entscheider fallen und der Nutzen wiederum nur beim Entscheider liegt. Ne? Also streng genommen können wir viele Umweltprobleme auch als ein Problem der Allmende formulieren. Und die Folgen, die sich daraus ergeben, sind dabei identisch zu denen, die sich bei einer normalen Externalität ergeben. Ne? Nämlich ineffizient hohes Ausmaß einer Handlung mit einer negativen Externalität. Was können wir also tun, um Umweltprobleme zu überwinden oder zu vermeiden? Als ersten Posten haben wir direkte Regulierung oder auch Ordnungsrecht. Das beinhaltet allgemeine Verbote oder Gebote, Planungsrecht oder auch individualisierte Verbote und Gebote und entsprechend die Ausnahmen davon. Der nächste große Posten sind Steuern, also sowas wie Kraftstoffsteuer und so weiter, die ja, wie es im Namen drinsteckt, Handlungen steuern sollen oder das Ausmaß einer Handlung. Dann gibt es die sogenannten handelbaren Verschmutzungsrechte. Außerdem gibt es Haftung für Umweltschäden. Und die grundlegende Idee bei all diesen Ansätzen ist, wir wollen mit diesen Instrumenten Verhalten so steuern, dass die gesellschaftliche Wohlfahrt steigt, indem nämlich die externen Effekte in der jeweiligen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Und das nennen wir dann
Internalisierung der externen Effekte. Und die Reihenfolge, in der wir uns das anschauen, wird sein, wir schauen uns erst Regulierung an, dann Haftung, dann handelbare Verschmutzungsrechte und dann Steuern. Fangen wir an mit Regulierung. Wie schon gesagt, beinhaltet das allgemeine Verbote und Gebote und Planungsrecht oder individualisierte Verbote und Gebote. Was muss der Regulierer wissen, um mit solchen Maßnahmen optimal zu steuern? Naja, der Regulierer muss wissen, welche einzelne Handlung noch sinnvoll ist und welche nicht. Das heißt, der Regulierer muss konkret im Einzelfall entscheiden, wie hoch Kosten und Nutzen einer Handlung sind. Okay? Das ist natürlich erstmal ein Problem, denn der Regulierer braucht dementsprechend viele Informationen, ne, um die konkrete sozial optimale Entscheidung zu treffen. Das ist das erste Problem. Und das zweite, das ist natürlich hier vorausgesetzt. Ne? Also dafür die Voraussetzung dafür, dass der Regulierer optimale Verbote und Gebote setzen kann, ist, dass er genug Informationen hat. Okay? Aber noch ein anderes Problem ist, dass die konkrete Regulierungsentscheidung dann jeweils von der Abwägung, von der individuellen Abwägung des jeweiligen Entscheidungsträgers abhängt. Dadurch haben wir zwar ein relativ einfaches Instrument, aber der große Nachteil ist der diskretionäre Spielraum. Ne? Insbesondere kann man beobachten, dass es immer wieder Bestechungszahlungen gibt, um solche Entscheidungen zu beeinflussen, weil solche Entscheidungen immer so ein bisschen diskretionär sind. Okay? Also Regulierung ist wahrscheinlich nicht ist mit vielen Problemen verbunden, wobei das Informationsproblem fast für alle Instrumente gilt, eben für manche mehr, für manche weniger. Das nächste Instrument, das wir uns anschauen, ist Haftung für Umweltschäden. Umwelthaftung wirkt wie jede andere Haftung auch. Da ändern sich zurück ans Körperschadensrecht. Bei einer Verschuldungsregelung hätten wir also optimale Vorsorge, also optimale Vermeidung von Umweltschäden bei gegebenem Handlungsumfang, und bei der Gefährdungshaftung hätten wir zusätzlich noch optimalen Umfang der umweltschädigenden Handlung. Voraussetzung dafür, dass Haftung für Umweltschäden funktioniert, ist, dass die relevanten Eigentumsrechte definiert sind, denn nur dann kann man ja auch Schadensersatz durchsetzen, und dass die Rechteinhaber ihre Rechte auch durchsetzen und einen Anreiz dazu haben. Das ist nicht unbedingt gegeben. Welche Probleme liegen vor? Darauf gehen wir jetzt ein. Welche Probleme liegen vor, wenn wir versuchen, Umweltprobleme über Haftungsansprüche anzugehen? Man muss natürlich klären, ob eher Verschuldenshaftung oder Gefährdungshaftung angemessen ist. Aber das ist, denke ich, eines der kleineren Probleme. Dann haben wir das Problem, dass die Höhe des Schadensersatzes von der Höhe des tatsächlichen Schadens, des tatsächlich entstandenen Schadens abweichen kann. Warum? Es machen nämlich nicht alle, die durch eine Umweltbeeinflussung Schaden erleiden, ihren Schaden auch geltend. Ist ganz klar, ne? Wenn jemand nur relativ gering geschädigt wird durch etwas, durch eine Umweltbeeinflussung, dann hat er nicht unbedingt einen Anreiz, rechtlich aktiv zu werden. Okay? Dazu kommt, dass es große Unklarheiten geben kann in Bezug auf Kausalität. Wenn wir uns zum Beispiel annehmen, viele zusammen verursachen einen Schaden, zum Beispiel Autofahrer verschlechtern die Luftqualität, dann ist es konkret sehr schwer, jedem einzelnen Autofahrer das Ausmaß seiner schadenverursachenden Handlung zuzuordnen. Okay? Und damit schwer zu sagen, wie viel Schadensersatz er leisten muss. Selbst wenn wir das problemlos könnten, hätten wir trotzdem extrem hohe Kosten, eine Vielzahl kleiner Schadensersatzforderungen durchzusetzen. Also aus Sicht des Rechtssystems wären das hohe Transaktionskosten. Weiterhin haben wir das große Problem, dass bei vielen Umweltgütern überhaupt die individuelle Zuordnung von Property Rights, von Eigentumsrechten, nur sehr schwer möglich ist. Denken Sie selbst an das einfache Beispiel mit der sauberen Luft in der WG-Küche. Selbst da ist es in der Realität schwer, Eigentumsrechte zuzuordnen. Ne? Also es ist unklar, wer das Recht darauf hat, dass da saubere oder nicht saubere Luft ist. Und dementsprechend schwerer wird es, wenn wir um
noch allgemeinere Umweltressourcen sprechen. Nächster Ansatz, um gegen Umweltprobleme vorzugehen, sind die sogenannten Handelbahnverschmutzungsrechte. Sie kennen das bestimmt aus Zeitungen. Bevor Fabriken also oder Firmen durch ihre Produktion zum Beispiel CO2 in Luft ausstoßen dürfen, müssen sie erst entsprechende Rechte daran auf einem Markt ersteigern. Okay? Die Grundidee lautet wie folgt: Wenn wir konkrete Eigentumsrechte an Umweltressourcen nicht schaffen können, können wir alternativ versuchen, Rechte auf Umweltverschmutzung zu schaffen, ne, und dann über deren Anreizwirkung eine optimale Allokation hinzukriegen. Das ist analog zu unserem Konditorbeispiel. Das Recht auf Umweltverschmutzung wäre da äquivalent das Recht auf die Nutzung der Küche. Und wenn diese Rechte klar definiert werden und Handeln mit diesen Rechten mit niedrigen Transaktionskosten möglich ist, wird laut Coase-Theorem die effiziente Allokation, also die effiziente, die gesellschaftlich optimale Verschmutzungsmenge, rauskommen. Wie wirken solche handelbaren Rechte im Idealfall? Naja, die Politik beschränkt das Gesamtniveau der Emissionen auf ein bestimmtes Niveau. Was passiert innerhalb dieser Menge? Innerhalb dieser Menge werden die Rechte gehandelt. Es werden also konkret diejenigen Verschmutzungsrechte erwerben, die die Vermeidung der Verschmutzung mehr kostet als das Verschmutzungsrecht. Das können auch Umweltschützer sein. Okay? Das müssen nicht unbedingt nur die Firmen sein, die wir wirklich verschmutzen wollen, sondern es können auch Umweltschützer sein, die dann die Rechte einfach liegen lassen wollen. Also das Recht nur erwerben, es aber nicht in Anspruch nehmen. Am Ende wird der vorhandene Umfang von Verschmutzungsrechten nur von denen erworben, denen die Verschmutzung am wertvollsten ist. Okay? Oder äquivalent die Vermeidung der Verschmutzung. Und wenn das so klappt, ist es ökonomisch sinnvoll, denn wir verhindern so, dass diejenigen verschmutzen, denen die Verschmutzung nicht genug wert ist. Okay? Aus theoretisch-ökonomischer Sicht ist das natürlich somit das optimale Instrument, denn wir verlassen uns hierbei auf den Handel und brauchen relativ wenig Informationen. Aber es gibt natürlich in der Umsetzung Probleme, sodass es noch nicht die Universallösung ist. Ein Problem, das wir haben, ist das der Anfangszuteilung. Wenn die Politik sich entscheidet, mit handelbaren, also das Instrument der handelbaren Verschmutzungsrechte einzuführen, ist ja die Frage, wie werden am Anfang in der ersten Periode die Verschmutzungsrechte zugeteilt? Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen zwei Möglichkeiten. Erstens das sogenannte Grandfathering, zweitens Versteigerung. Grandfathering bedeutet ja, wer früher viel verschmutzt hat, kriegt am Anfang viele Verschmutzungsrechte und das setzt natürlich schlechte Anreize. Selbst nach der Einführung der Verschmutzungsrechte noch. Aber es kann natürlich sein, dass so eine Methode des Grandfathering durchgesetzt wird, weil die viel verschmutzen, dann auch in einer Lobby dementsprechend Macht haben, sowas durchzusetzen. Versteigerung wäre wahrscheinlich ökonomisch sinnvoller. Das nächste potenzielle Problem liegt darin, dass die Verschmutzer versuchen könnten, ihre höheren Kosten, die sie ja haben, weil sie jetzt das Recht auf Verschmutzung erst kaufen müssen, einfach an die Konsumenten weitergeben durch höhere Preise. Sie sehen schon, da ist ein Fragezeichen dran. Ist das wirklich ein Problem? Gesellschaftlich, aus ökonomischer Sicht, ist das nicht wirklich ein Problem, denn im Endeffekt wird es ja den Konsum senken und damit die verschmutzende Produktion auch senken. Okay? Das heißt, aus der Zielperspektive der Umwelt, des Umweltproblems, ist das hier kein Problem. Wer die Kostenbelastung trägt, ist aus Effizienzsicht egal. Auch ein potenzielles Problem könnten sein Wettbewerbsimplikationen. Wenn wir zum Beispiel nur in Deutschland Verschmutzungsrechte einführen und im Nachbarland nicht, dann kann das dazu führen, dass ein Teil der Produktion einfach ins Nachbarland verlagert wird und unterm Strich haben wir dann nichts erreicht, weil die Verschmutzung dann einfach woanders geschieht. Ungefähr so können Sie sich den Atomausstieg vorstellen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Einer der ältesten Ansätze zur Bekämpfung von Umweltproblemen sind Steuern. Das ist die sogenannte PIGU-Steuer.
der diese nach einem nach dem Ökonomen Pigou, der diese Idee in die Literatur eingeführt hat. Die Grundidee lautet, die Kosten der Verschmutzer durch eine Steuer zu erhöhen, so dass sie die externen Kosten ihrer Verschmutzung ausreichend berücksichtigen, also internalisieren. Im Idealfall müsste die Steuer dabei genau gleich groß sein wie die externen Kosten. Im einfachsten Fall könnte man das durch eine konstante Mengensteuer erreichen auf die Handlung, die die Externalität verursacht. Zum Beispiel wäre das der Fall bei einer Benzinsteuer je Liter, unabhängig von der Menge. Es ist aber unter Umständen gar nicht so einfach, die Höhe der Steuer optimal festzulegen, weil sie ja gerade die Externalität ausgleichen soll. Schauen wir uns das grafisch an. Im einfachsten Fall ist die Externalität konstant. Das war hier der Fall, unabhängig von der Menge. Dann ist es relativ einfach, die Steuer optimal zu gestalten. Die Steuer muss gerade hier diesen Differenzbetrag betragen, damit es für den Individuen um so viel teurer wird, seine Handlung durchzuführen. Okay? Das ist easy. Wie ist es, wenn die Externalität nicht konstant ist? Dann ist es ein bisschen schwieriger, denn ich kann nicht einfach die Steuer auf diesem Niveau hier wählen, denn ich will ja, dass nach der Steuer das Verhalten optimal ist. Ne? Das heißt, es ist komplizierter, auf das Ergebnis zu kommen, wie hoch ich die Steuer setzen muss, um in diesem Punkt zu landen. Noch schwieriger ist es natürlich, wenn die sozialen Kosten dann noch komplizierter aussehen. Und Sie sehen schon, Information ist auch hier das Hauptproblem. Ne? Also, wenn wir perfekte Informationen haben, können wir versuchen, eine optimale Steuer einzuführen, aber ja, ich denke, hätten wir am meisten Potenzial, mit handelbaren Verschmutzungsrechten was zu erreichen, wenn sie richtig umgesetzt werden, weil wir da geringe Erfordernisse für die Politik haben. Aber bleiben wir nochmal bei den Steuern. Was müssen wir als Politik machen? Also wissen, um eine optimale Steuer zu gestalten. Wir müssen wissen, wie viel der Externalität optimal ist, also das optimale Ausmaß der Handlung. Wie gesagt, das ist ein großes Informationsproblem. Übrigens auch bei den handelbaren Verschmutzungsrechten. Ne? Denn da muss die Politik ja auch quasi am Anfang festlegen, was die Obergrenze der Verschmutzung ist. Denn das ist ja die Menge an Verschmutzungsrechten, die insgesamt auf den Markt geworfen werden. Das zweite Problem, das wir eben schon angesprochen haben, ist, wie hoch wir die Steuer ansetzen müssen, damit die optimale Menge erreicht wird. Klar, ein drittes Problem kann sein, die Verwendung der Steuererlöse. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass die Steuererlöse so genutzt werden, dass andere schädigende Handlungen begünstigt werden. Okay, das macht natürlich keinen Sinn. Welche Vorteile hat das Steuermodell gegenüber dem Instrument des Planungsrechts? Die Verursacher entscheiden hier selbst, wie sie am billigsten Schaden vermeiden können oder entsprechend nach Verbesserung suchen können. Beim Planungsrecht müsste da viel mehr von der Behörde vorgegeben werden. Das heißt, da wären noch mehr Informationen erforderlich. Und ja, wenn Behörden eine Sache nicht können, dann ist es unternehmerisch denken. Das war's schon für die heutige Sitzung. Was haben wir behandelt? Das Coase-Theorem abgeschlossen. Wir haben verglichen verschiedene umweltrechtliche Instrumentarien, Regulierung, Steuern, handelbare Verschmutzungsrechte und Haftung. Wir haben uns da angeschaut, was aus ökonomischer Sicht ein Umweltproblem ist und wie hier diese verschiedenen Instrumente ökonomisch wirken könnten und was da aus ökonomischer Sicht Probleme sein könnten. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt dieser Vorlesung haben oder von der Übungsaufgaben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen. Danke und auf Wiedersehen.